Wir erreichen das 9.15 Uhr Schiff noch, da es 4 Minuten Verspätung hat. Circa 45 Minuten dauert die Fahrt auf dem Vierwaldstätter See nach Fitznau. Fitznau. Hier haben Sie Schiffsanschluss in Richtung Kirsit und Bödenstock unter Zern um 10.49 Uhr sowie Zahnradanschluss zu den Hermigi-Bahnen. Our next stop is in Fitznau. Do you have train connection to Mount? Über die Hälfte der Fahrgäste steigen hier in Fitznau aus und stürmen zu dem bereitgestellten Zug. Wir warten lieber eine Stunde, denn wir haben keine Lust, die ganze Zeit zu stehen. Die Bootsfahrt auf dem Vierwaldstätter See und die Fahrt auf dem Rigi sind im Swisspass enthalten. Wir beobachten einige Rangierbewegungen auf der Drehscheibe. Kurz bevor das nächste Schiff anlegt, lässt man die herumstehenden Fahrgäste schon einsteigen. Wir sitzen bergwärts in der ersten Reihe. Leider steigen im letzten Moment 6 Fahrgäste ein, die sich vor uns hinstellen. Ein Film ist unmöglich. Erst als sie aussteigen, kann ich etwas nach vorne filmen. Da hatten wir schon mal ein Catering. Dann haben die ganzen Personal in einem Waggon.
Und hier vorne mit seinem, weil der hier vorne ist, mit Metallding, so viel Rucksack. Nächster Raum, Trägestapel. Den hatten wir letztes Jahr in Artgoldau gesehen und sind 1996 mit ihm gefahren. In Rigikulm ist das Film nicht so günstig. Wir fahren mit der Art Rigibahn runter nach Rigistaffel. Hier war richtig was los. Die hätten wir gern nach 25 Jahren bei der Fahrt beobachtet. Das Modell der 7 stand vor 25 Jahren noch unten am Bahnhof von Fitznau. Wir hatten ja unten sehr viel Wolken. Hier oben waren wir die meiste Zeit in der Sonne und es sah schon komisch aus, wenn die Wolken hier über die Gleise krochen. Thank you.
Der kommt aus Artgoldau. Da wir fast jedes Fahrzeug jetzt schon mehrfach aufgenommen hatten, entschließen wir uns hier oben abzubrechen und nach Artgoldau zu fahren. Thank you.
Zu unserer Freude steht unten in Alt-Goldau der neue Triebwagen von Stadler für die Rigibahn. Er wurde vor einer Woche erst vorgestellt. Es ist schon schade, dass wir zu den Festlichkeiten Pfingsten 2021 nicht herkommen konnten, da die Einreise aus Deutschland etwas kompliziert war. Als wir letztes Jahr hier umgestiegen sind, war hier noch eine große Baustelle. Jetzt ist der Bahnhofsvorplatz mit Busbahnhof fertig. Wir kommen eventuell nochmal her.